Der DSSV startet mit einem neuen Vorstand in das Jahr 2023. Auf der Mitgliederversammlung in Hamburg wurden Prof. Dr. Thomas Wessinghager als Präsident, Werner Köntgen als Vizepräsident und Ralf Kappelan als Schatzmeister jeweils einstimmig gewählt. In der aktuellen FMI erläutern die Vorstandsmitglieder, wie sie sich gemeinsam mit der DSSV-Geschäftsführung für die Anerkennung der Fitness- und Gesundheitsanlagen als Teil des Gesundheitssystems und eine angemessene Wertschätzung der Branche in Politik und Gesellschaft einsetzen werden. Wie werden Fitnessanlagen in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Diese Frage stellen sich viele in der Branche. Neueste Forschungsergebnisse der DHFPG erlauben nun den Vergleich zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern, also potenziellen Neukunden. Prof. Dr. Sarah Kobel blickt in der Studie durch die Brille der Kunden. Das eröffnet neue Perspektiven und liefert wichtige Erkenntnisse für das Marketing von Fitnessanlagen. Noch vor einigen Jahrzehnten gab es eine strikte Trennung zwischen Jung und Alt. Ab 50 Jahren war man alt. Heute tragen 50-Jährige Sneaker und Hoodie statt Anzug oder Kostüm und gehen auf Punkrock-Konzerte und Raves. Das Selbstverständnis der Menschen hat sich verändert und der Lifestyle prägt das Verhalten stärker als das Alter. Wie müssen Studiobetreibende ihr Angebot und ihr Marketing an diese Entwicklung anpassen? Tim Josko, Bernhard Beidel sowie Edith Grips und Thomas Mattes schildern in der aktuellen FMI, wie sie diese Herausforderungen managen. Sie erhalten die FMI noch nicht? Besuchen Sie jetzt unsere Website unter fitnessmanagement.de oder abonnieren Sie uns über unsere Social-Media-Kanäle. Hier berichten wir tagesaktuell über die Fitness- und Gesundheitsbranche im deutschsprachigen Europa.